Let's Dance Schock. Sturz Barbara Meyer und Sergio Luca. Neuer Schock bei Let's Dance. Die Bannenserie bei Let's Dance scheint nicht abzureißen, nachdem bereits Jamie Blue Ochsenknecht, Anna Nechitz und Bella Klienze aufgrund von Verletzungen frühzeitig das Tanzparkett räumen mussten, sorgte gestern sie für einen Schreckmoment. Barbara Meyer. An der Seite von Tanzpartner Sergio Luca fegte die GNTM-Gewinnerin in einem Con Temporari zu Bonks Hit Hallo über das RTL-Parkett, bis seine Hebefigur das Tanzteam zu Boden brachte. Nachdem Sergio das Model in die Luft gehoben und dabei das Gleichgewicht verloren hatte, stürzte der Profitänzer mit Barbara Meyer in den Armen auf die Tanzfläche und landete dabei unsanft auf der 31-Jährigen. Eine Szene, die nicht nur bei der Jury, sondern auch beim Publikum im Saal und hinter den TV-Geräten für einen Schockmoment sorgte. Ganz Profi, rappelte sich das Tanzteam jedoch nur wenige Sekunden nach dem heftigen Sturz wieder auf und führte seine Performance zu Ende, was vor allem bei Juro Jorge González für Anerkennung sorgte. Du hast danach losgelassen und einfach lockerer getanzt, so der 50-Jährige. Von der Let's Dance Jury wurde Barbara Meyer trotz Bannentanz mit 3x8 Punkten belohnt und auch von den RTL-Zuschauern in die nächste Runde geschickt. Bleibt zu hoffen, dass diese mit weniger Stürzen und Teilnehmerausfällen auskommt.